Okay, hallo Herr Beinrich. Hallo. Bei welchem Verein haben Sie denn angefangen, Fußball zu spielen? Ich habe in Berlin beim BFC Dynamo angefangen. Dann haben Sie beim HSV gleich angefangen oder haben Sie davor woanders noch gespielt? Nein, ich bin vom BFC Dynamo zu Bergmann Borsig gewechselt, dann nach England zu Aston Villa, dann von England zurück nach Rostock, von Rostock nach Leverkusen, von Leverkusen nach Berlin und von Berlin dann zum HSV. Welches war denn Ihr magischster Moment in der Fußballkarriere? Oh, da gab es mehrere. Champions League-Spiel, Nationalmannschaft. Also da gab es viele tolle Spieler. Es gab aber einen, das war mein größter Misserfolg, dass wir die Meisterschaft in Unterhaching verspielt haben mit Leverkusen. Glauben Sie, der HSV hat gute Chancen in der Bundesliga diese Saison? Na klar, mit dem Manager auf alle Fälle. Und finden Sie auch, dass Fußballprofis also Vorbilder auf dem Platz und auch in der Öffentlichkeit sein sollten? Ja, müssen sie, na klar. Gerade auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Sie repräsentieren immer den Verein, sie sind bekannt und so müssen sie sich auch benehmen, auch neben dem Platz. Freuen Sie sich auf das heutige Spiel schon? Na klar, und ich hoffe, ich werde ein paar Minuten spielen können. Könnten Sie denn auch 90 Minuten durchspielen? Also sind Sie körperlich noch so fit wie früher? Nee, das bestimmt nicht mehr. 90 Minuten halte ich noch durch, aber nicht mehr ganz so schnell wie früher. Okay, wer glauben Sie denn, wird deutscher Meister oder Herbstmeister? Ich denke mal, dass am Ende die Bayern wieder ganz oben stehen werden. Und wie finden Sie das denn, dass Michael Ballack noch Kapitän ist und Lahm? Ich glaube, das ist der normale Weg. Der Kapitän war verletzt. Dann hat der Ersatzkapitän übernommen in der Zeit, wo der Kapitän nicht da war. Jetzt ist der Kapitän dann wieder zurück und dann bleibt der Kapitän. Also der ganz normale Weg. Werden Sie oft in der Öffentlichkeit noch angesprochen, um Fotos zu machen, Interviews zu führen oder Unterschriften zu schreiben? Ja, passiert immer noch. Okay, vielen Dank fürs Interview. Gerne.